Jahre, die Fahrstunde. Ja, Frau Bibel. Eine gewisse Ähnlichkeit mit von Bieler ist zwar festzustellen, aber sonst... Annemarie Bieler? Ah. Heutin, der deutsche Sekt, den auch Franzosen lieben. Nee, unsere Annemarie würde sich doch so nie fotografieren lassen. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt müssen Sie mich entschuldigen, Herr Haug. Ich muss zur Fahrstunde. Ja, und um 10 Uhr müssen Sie auch im Standesamt sein, drüben in Frankfurt. Ach, herrje, das hätte ich ja fast vergessen. Vergessen, die Hochzeit des Jahres. Und sagen Sie mir, Herr Buschi sei ganz schön beleidigt, dass er uns nicht eingeladen hat. Seien Sie froh, Frau Bebel. Ja, hallo? Ich hätte gerne eine Rufnummer aus Köln, bitte. Und zwar Rötting. Ja, genau, wie der gleichnamige Sekt. Entschuldigung. Aber es macht doch nichts, macht doch gar nichts. Ist doch Ihr Geld, ist doch Ihr Führerschein. Nur davon mal ganz abgesehen. Manchmal frage ich mich, wie Sie das schaffen wollen. Ich glaube, Ihnen ist die ganze Tragweite einer Fahrprüfung noch gar nicht so richtig aufgegangen. Na, so schlimm kann es ja wohl nicht werden, oder? Hätten wir Frau Dr. Langenbach als Prüferin, wären Sie jetzt schon durchgerasselt. Wieso? Erstens nicht angeschnallt, zweitens nicht in den Rückspiegel geschaut, drittens im zweiten angefangen. Wo haben Sie bloß Ihren Kopf verkämpfert? Erstens war es der Gott zu kurz für mich. Zweitens habe ich in den Rückspiegel geschaut. Und drittens, wo steht geschrieben, dass man im zweiten Gang nicht anfahren darf? Ja, was ist denn? Ja, was soll denn das? Wo fahren Sie überhaupt hin? Nach Frankfurt. Ich muss um 10 Uhr auf dem Standesamt sein. Aber ich will nicht nach Frankfurt. Und schon gar nicht aufs Standesamt. Das kann ich leider nicht ändern. Guten Tag, Frau Dannecker. Guten Tag. Tag, Herr Busche. Tag. Wollen wir beginnen? Herr Kempfert ist noch nicht da. Aber sonst sind wir vollzählig. Wir kommen auch ohne den Segen der katholischen Kirche aus. Fangen wir an, hm? Ja, wie Sie wünschen. Darf ich die Herrschaften bitten, Platz zu nehmen? Sind Sie verrückt, Herr Kempfert? Das war schon tiefrot. Wollen Sie mich mit Gewalt um meine Lizenz bringen? Wo war rot? Ach, tun Sie das so an, dann haben Sie genau gesehen. Außerdem kommen wir so nie zum Standesamt Frankfurt-Mitte. Wieso? Wir sind doch gleich da. Typisch Fußgänger. Ja, ja, was ist denn? Wollen Sie jetzt vielleicht nur in die Einbahnstraße einbiegen? Herr Kempf. Mit ganzes Tag. Ja, bis morgen, Herr Metzger, wie immer um die gleiche Zeit. Ihre Tasche. Ja, Tasche. Herr Kempf, wirklich bei allem Verständnis. Herzlichen Glückwunsch, Frau Busche. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Herr Busche. Danke. Darf ich Ihnen das Stammbuch überreichen? Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Und jetzt noch einen Enkel. Dann kann ich beruhigt abtreten. Papa, ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Und Gottes Segen. Danke. Busche heißt es ja jetzt wohl. Der soll der heiligen Lichtrud gehört haben. Jedenfalls hat es meine Tante immer behauptet. Zumindest der Originell. Danke. Bitte. Danke, Kempe. Wir sehen uns nachher auf dem Schiff, ja? Ich würde ja gerne, aber... Bis Aschaffenburg können Sie doch mitkommen. Jutta hat Gott und die Welt eingeladen. Da dürfen Sie doch nicht fehlen. Großer Pfarrer, es ist geschafft. Na los, trinken Sie. Ich möchte auch noch einen, bevor Schwester Sophie mich wieder unter Kuratel stellt. Auf die Liebe, das Leben und den Tod. Einer reicht, Herr Dannecke. Wir wollen nicht übertreiben. Ich bin immer noch Ihr Boss. Zum Wohl, Boss. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Das wird zu viel für Sie. Na? Wilhelm, bist du jetzt zufrieden? Ich glaube, wir haben Dannecker samt einen ganz guten Fang gemacht. Viel Glück. Hm?
Mein Sohn. Danke. Vater. Und jetzt feiert mal schön. Ja, dann möchte ich mich auch verabschieden. Na? Sagen Sie es schon. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geben Sie es zu, Sie trauen mir immer noch nicht. Nein. Eine Ehe wird nicht unbedingt im Himmel geschlossen, Herr Kempfert. Und wenn man mit dem kleinen Wörtchen Ja so viel erreichen kann. Hoffentlich haben Sie sich da nicht verrechnet, Herr Busche. Sie können ja für mich beten. Ich finde das nicht komisch. Das war auch nicht als Witz gedacht. Leo, wo bleibst du denn? Kannst du das mal einstecken? Ein Rosenkranz, sehr sinnig, was? Herr Kempfert! Ja? Gott sei Dank habe ich Sie noch erwischt. Wir müssen sofort nach Köln. Nach Köln? Wieso? Ach so, wegen Annemarie. Nein, nein. Das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Ich habe bei dieser Sektfirma angerufen und Ihre Nummer rausgekriegt. Annemarie lebt mit diesen Menschen zusammen. Welche Menschen? Dr. Rötting. Also, langsam, langsam, Herr Haug. Woher wissen Sie denn das alles? Doch bestimmt nicht von Annemarie. Nein, mit mir spricht sie ja nicht. Ich dachte immer, Sie sind so eine Art väterlicher Freund von ihr. Ich dachte immer, Sie hätten Annemarie wegen dieser Tänzerin sitzen lassen. Das ist doch lange her. Von wegen? Bitte, Herr Kämpfer, das ist doch eindeutig eine Art Kurzschlusshandlung von ihr. Lässt alles im Stich und wirft sich einem 60-jährigen Millionär an den Hals. Also, wenn Annemarie Ihnen noch irgendetwas bedeutet, dann bitte ich Sie, jetzt mitzukommen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe Termine und eine Einladung. Außerdem ist Annemarie alt genug zu wissen, was sie tut. Nein, das ist sie eben nicht. Sie tut nur immer so. Bitte, Herr Kämpfer, mit Ihnen redet sie vielleicht. Also, der Gedanke allein, dass Sie meinetwegen jetzt... Wie lange fahren wir nach Köln? 1,5 Stunden. Also gut, kommen Sie. Danke. Guten Tag, Herr Dannecker. Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe, aber ich muss Sie ganz dringend sprechen. Herr Dannecker ist heute für niemanden mehr zu sprechen. Morgen vielleicht wieder. Vorsicht. Oh, lieber Mann, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie da reden. Das ist der Herr Bardusch. Chefredakteur von St. Augustin. Ich weiß, Herr Dannecker, aber Sie hatten heute schon genug Aufregung. Wer sagt denn, dass ich mich aufrege? Herr Bardusch hat immer eher zu meinem Amüsement beigetragen, nicht wahr? Na, wie wär's denn mit einem flotten Aufmacher für Ihre 12-Uhr-Nachrichten? Playboy heiratet Millionenerben. Ich bin kein Klatschkolumnist, Herr Dannecker. Das Liebesleben Ihrer Tochter interessiert mich nicht die Bohne. Wie reden Sie mit Herrn Dannecker? So wie er mit mir redet. Habe ich nicht gesagt. Es wird sehr amüsant, mit Verlaub, Herr Bardusch. Aber Ihre journalistischen Fähigkeiten reichen nicht einmal zum Klatschkolumnisten. Dafür braucht man nämlich Humor. Und der geht Ihnen ja nur völlig an. Und Sie scheinen jeden Sinn für die Realität verloren zu haben. Oder glauben Sie wirklich, dass die Hochzeit Ihrer Tochter mit Leo Busche den Verkauf von Werk Eberfeld noch verhindern kann? Bitte hören Sie jetzt auf, Herr Bardusch. Ja, Herr Bardusch sollte wohl so blöd sein, Werk Eberfeld zu kaufen. Moment. Dann wissen Sie tatsächlich nichts. Was weiß ich nicht? Dass Ihre Tochter das Werk Eberfeld verkauft hat. Wer sagt das? Ich sage das. Ach so, Sie sagen das. Dann muss es ja stimmen. Herr Dannecker, wir müssen jetzt Blutdruck messen. Kommen Sie, trinken Sie ein Gläschen mit Champagner vielleicht zur Feier des Tages? Nein, danke. Ach so, ja, stimmt. Sie sind Alkoholiker, ne? Ja, ich bin Alkoholiker. Aber wir, Frau Liebermann, wir nehmen Ihnen uns noch ein Gläschen. Herr Dannecker, Sie wollen sich wohl mit Gewalt umbringen. Also wenn überhaupt, dann heute Abend. Also, vielleicht. Bekommen wir beide nichts. Kommen Sie, setzen Sie sich. Erzählen Sie. Ja, ich bin zwar bei der Zeitung rausgeflogen, aber ich habe noch immer meine Kontakte.
Und demnach verhandelt Ihre Tochter bereits seit Wochen mit der Firma Mashumi. Und seit gestern... Moment mal, Herr Bardusch. Zufällig weiß ich genau, dass meine Tochter Mashumi als Kunden gefunden hat, nicht als Käufer. Kann sie also beruhigen. Ach, Sie glauben mir nicht. Nein. Passt nicht in Ihr Konzept, wie? Das ist das Schlimme mit euch Journalisten. Für euch sind nur schlechte Nachrichten. Überhaupt Nachrichten. Also, Herr Dannecke, der Blutdruck ist völlig aus dem Häuschen. Schluss jetzt, Herr Bardusch. Sie müssen sich sofort hinlegen. Schon gut, Schwester. Ich gehe. Ich warne Sie, Herr Bardusch. Wenn Sie diese Falschmeldung von Ihrem Kirchturm aus verbreiten, dann sorge ich persönlich dafür, dass Sie nie mehr den Mund aufmachen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Lass mir doch von so einem Schmierfinken nicht den schönsten Tag in meinem Leben verderben. Und sowas nennen Sie sich amüsieren? Sophie, glauben Sie, dass ich noch 9 Monate durchhalte? Wieso 9 Monate? Ja, möchten doch noch sehen. Mein Enkel, Wilhelm Dannecke, der Dritte. Also wenn überhaupt, dann Wilhelm Busche, der Erste, ja? So, und jetzt los, Wilhelm II. Haben Sie auch was ohne Alkohol? Probieren Sie doch mal unsere Erdbeerbowle. Wasser haben Sie keins? In der Bowle ist wenig Alkohol drin. Bitte sehr zum Wohl. Rötting, das muss es sein. Ja, dann läuten Sie. Ja, aber Sie reden. Mit mir wird sie bestimmt nicht sprechen wollen. Ja. Pfarrer Kempfert, könnte ich bitte Fräulein Bieler sprechen? Werden Sie von Frau Rötting erwartet? Oh, Entschuldigung. Ich hatte keine Gelegenheit, mich anzumelden, aber Frau Rötting wird mich bestimmt empfangen. Einen Augenblick, bitte. Danke. Bitte, Herr Kempfert. Sie müssen Annemarie da rausholen, ganz egal wie. Also wenn Sie hier Dornröschen wach küssen wollen, Sie Prinz, dann müssen Sie schon selber durch die Dornen. Ja, was ist? Und Sie? Ich warte lieber im Wagen. Wenn sie mich doch sprechen will, dann kann sie mich erholen. Guten Tag. Guten Tag. Frau Rötting erwartet Sie. Danke. Wenn Sie schon mal Platz nehmen wollen. Ja. Nein,
Annemarie. Das ist aber eine Überraschung. Guten Tag, Herr Kempfert. Guten Tag. Kann Ihnen Herr Kötter was anbieten? Kaffee, Tee oder ein Wasser? Wir haben auch hervorragenden Sekt im Haus. Ein Kaffee vielleicht. Für uns beide Kaffee bitte, Herr Kötter, ja? Gerne, Frau Rötting. Ein wundervoller Blick. Schön haben Sie es hier. Finden Sie? Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe. Das kann ich mir vorstellen. Höre ich da einen leicht kritischen Unterton? Nein, nein. Wie käme ich dazu? Ich muss mich nur erst einmal an Ihr neues Ambiente gewöhnen. Tja, ich bin auf die andere Seite übergewechselt. Andere Seite? Aus seiner Haut kann niemand heraus. Vor allem Sie nicht, Herr Kempfert. Bitte. Jetzt schauen Sie nicht so grimmig. Es geht mir gut. Ich bin glücklich. Ich habe einen lieben Mann, zwei fast erwachsene, gut erzogene Kinder, einen chinesischen Koch, eine Hausdame, zwei Gärtner, einen Chauffeur. Gott liebt die Reichen, Herr Kempfert. Mhm. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, aber mit den Armen treibt er nur seine Spielchen. Dankeschön. Bitte sehr. Ihre Mutter hat nach Ihnen gefragt. Sagen Sie bitte, ich komme gleich hoch, ja? Ja. Ihre Mutter ist auch hier? Ja, meine Mutter hat auch die Seiten gewechselt. Kaffee schwarz wie immer, ja? Ja. In der staatlichen Psychiatrie zu psychologischer Therapie. Menschenwürdige Behandlung ist eben nur mit sehr viel Geld zu haben. Ich weiß nicht, warum Sie gekommen sind, Herr Kempfert. Aber falls Ihre Absicht war, einem verlorenen Schaf nachzulaufen, dann kann ich Sie beruhigen. Friedhelm Haug hat mich hier gefahren. Er wartet draußen. Er hat sich da in seinem Kopf eine Geschichte zurechtgelegt, in der Sie als kleines, unschuldiges Mädchen in die Fänge eines reichen, lüsternen, alten Mannes geraten sind. Worauf ihm natürlich nichts anderes übrig bleibt, als sich auf sein Pferd zu schwingen, um das arme Kind zu retten. Wollen Sie ihm nicht wenigstens guten Tag sagen? Nein. Friedhelm, das ist meine Vergangenheit. Und die bin ich Gott sei Dank los. Tja, dann begebe ich mich mal wieder zurück in Ihre Vergangenheit. Nach Eberfeld. Auch Sie haben was anderes erwartet, oder? Ein Mensch, der der Kirche den Rücken zukehrt, dem darf's doch nicht gut gehen, hm? Der muss doch verzweifelt sein, von Schuld geplagt. Und er muss dankbar die Hand ergreifen, die mein Pfarrer entgegenstreckt. Aber dem ist nicht so, Herr Kempfert. Ja, ich habe einen älteren, reichen Mann geheiratet. Und ich habe ihn sicher auch aus Berechnung geheiratet. Und die Rechnung ist auch aufgegangen. Aber nicht nur für mich, auch für ihn. Annemarie, Sie brauchen sich doch vor mir nicht zu rechtfertigen. Wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, ich sei nur gekommen, um Ihnen irgendwelche Vorwürfe zu machen, dann tut mir das leid. Warum sind Sie dann gekommen? Ich fürchte, das hat sich erledigt. Was hat sich erledigt? Das bezieht sich auf Ihre Vergangenheit und von der wollen Sie ja nichts mehr wissen. Das kann ich verstehen. Was, Herr Kempfert? Wiedersehen, Annemarie. Es hat bestimmt was mit Rosi zu tun. Stimmt's, Herr Pfarrer? Und? Was hat sie gesagt? Kommen Sie, wir fahren nach Hause. Soll das heißen, dass sie mich nicht sehen will? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Was hat sie denn gesagt? Das erzähle ich Ihnen alles auf der Autobahn. Los, fahren Sie. Hallo? Sind Sie das, Frau Bebel? Ja, ich bin's. Danke, gut. Pfarrer Kempfert war gerade bei mir.
Ja, hier in der Nähe von Köln. Ich war auch etwas überrascht. Sagen Sie, ich habe nur eine Frage, und zwar, wie geht's der kleinen Rosi? Wie? Nein, das wusste ich nicht. Danke, Frau Beer. Und was darf schon Dr. Rötting ausrichten? Es wird heute Abend etwas später. Bitte sehr. Oh. Zweimal Erdbeerbohle. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, da, das Werk Eberfeld. Da kann man Ihnen eigentlich nur gratulieren. Prost. Und wie sagt man bei Ihnen, viel Glück und langes Leben. Darum mache ich Teil an dieser Kampagne zu Jukoto. Was meint er? Ah, Sasaki möchte gerne wissen, woher Sie das wissen. Ach, das pfeifende Überfalldach, die Spatzen von den Dächern. Ach, wenn Sie schon dabei sind, dann sagen Sie Herrn Sasaki doch auch gleich, dass er damit in Eberfeld sein Gesicht verloren hat. Wie meinen Sie das? Also heißt das aber Ihnen, wenn jemand etwas besonders Schändliches tut? Sie müssen nämlich wissen, dass das Werk Eberfeld von den Arbeitern übernommen wurde. Und wenn man es Ihnen jetzt wieder wegnimmt, ohne Ihnen eine Chance gegeben zu haben, dann ist das eine Schweinerei. Ja, und wer so eine Schweinerei tut, der verliert sein Gesicht. Was hast du mit mir vor? Du kannst doch nicht einfach... Ich kann alles. Und ich habe keine Lust, bis zur Hochzeitsnacht zu warten. Oh, naja. Meinst du, ist es anders, wenn man verheiratet ist? Da oben warten 200 Gäste. Meinst du nicht, wir sollten... Meine Vernunft hier habe ich mir... Ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Sei doch so vernünftig und sieh nicht aus. Nein. Tun Sie, was ich gesagt habe. Nein, das tun Sie nicht. Holen Sie Pfarrer Kempfert, bitte. Das kann ich nicht verantworten, Herr Dalecker. Aber ich... Gehen Sie, Deutz. Was soll das, Wilhelm? Ich sterbe. Ach was? Doch. Es ist anders als sonst. Sonst hatte ich immer Angst. Aber diesmal. Lassen Sie mich einen Arzt rufen, Wilhelm, bitte. Tun Sie mir das nicht an, Sophie. Ich will in meinem Bett sterben. Nicht auf einer Intensivstation an. Irgendwelchen Schläuchen hängend, bewusstlos langsam hinüberdämmern. Dann lassen Sie mich wenigstens Ihre Tochter benachrichtigen. Und ihr die Hochzeit verderben, Mama. Sie haben schon viele Menschen sterben sehen. Ja, das habe ich. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tode? Another night, another.
haben da was im Ohr. Lippenstift. Wer hat Sie denn eingeladen? Ich. Mich. Entschuldigung. Sind Sie mit Kempfert gekommen? Ist er doch da? Nein. Seien Sie froh, dass der nicht da ist. Mit mir kann man ja reden, aber Kempfert würde den ganzen Dampfer hier wahrscheinlich hochgehen lassen. Sie sind ganz schön betrunken. Wahrscheinlich. Ich bin Alkoholiker, müssen Sie wissen. Und wenn ich mal anfange zu trinken, dann kann ich nie wieder aufhören. Und die Erdbeerbowle sah so unschuldig aus. Wie Sie. Ich bin noch nicht fertig mit dem Interview. Ich bitte Sie, Herr Bartos, lassen Sie mich in Ruhe. Unsere Hörer in Eberfeld haben ein Recht zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich finde, da Sie der Chef von Werk Eberfeld sind, wäre es doch angebracht, wenn Sie es den Leuten sagen würden. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Oh, geben Sie sich keine Mühe. Bei mir zieht Ihre Masche nicht, wenn auch halb Eberfeld darauf reingefallen ist. Ich frage mich nur, wie Sie jemals wieder Ihren Kollegen am Fließband in die Augen sehen wollen, wenn die Japaner da draußen aufkreuzen. Ah, wahrscheinlich sind Sie dann längst in Marbella oder wo Ihresgleichen sich sonst so rumtreibt. Was haben Sie gesagt? Werk Eberfeld ist verkauft, Busche. Also jetzt hören Sie mir mal gut zu, Herr Bardusch. In Aschaffenburg legen wir an. Und entweder gehen Sie da von Bord oder ich lasse Sie über Bord werfen. Ist das klar? Sie tun mir leid, Herr Busche. Aber wenn Sie wirklich nichts wissen, dann sind Sie ja noch ärmer dran, als ich dachte. Fragen Sie doch Ihre Frau, wenn Sie mir nicht glauben. Aber die können Sie schlecht über Bord werfen. Entschuldige. So wie du mich zugerichtet hast, hat es mit dem Make-up etwas länger gedauert. Jutta? Ja? Hast du zufällig Werk Eberfeld an die Japaner verkauft? Lesen Sie mir vor. Beim Lesezeichen. Kapitel 3. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben. Bitte, weiter unten. Den Teil kenne ich auswendig. Ja oder nein? Also ja. Ja. Und außerdem hast du mich belogen. Ohne Vaters Million wärst du doch schon längst pleite. Wir hatten eine Verabredung. Meine Güte, Leo, wie naiv bist du eigentlich? Das Spielchen, das Vater da treibt, ist doch nichts als alter Schwachsinn. Werk Eberfeld gehört mir. Ich habe unsere Juristen zurückgepfiffen, weil ich euch nicht den Spaß verderben wollte. Aber einmal ist Schluss, Leo. Ich hole nur das Geld zurück, das ihr verspielt habt. Leo? So, der kleine Junge ist beleidigt, ja? Also, jetzt steck den Ring wieder an und dann kümmerst du dich mit mir um unsere Gäste. Wir können gerne heute Abend drüber reden, ja? Also komm jetzt. Falls es dir nicht klar ist, Leo, du bist jetzt nicht mehr irgendein Herr Busche, sondern mit mir Chef des Dannecker-Konzerns. Na, hab ich recht?
hier ein Betrag von 300 D-Mark pro Werbeminute im Radio St. Augustin für durchaus erschwinglich. Nicht so schnell, Frau Bebel. Ich habe Friseur gelernt und nicht Sekretär. Herr Pfarrer! Entschuldigung, ist der Herr Kämpfer da? Herr Deutz, wie sehen denn Sie aus? Ist was passiert? Wo der Herr Kämpfert ist? In Köln. Oh Gott. Da ist was mit dem Herrn Dannecker. Ja. Ach, ausgerechnet jetzt, wo der Herr Pfarrer nicht da ist. Das werden wir gleich haben. Wozu haben wir denn einen Radiosender? Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Bitte weiter. Jetzt aber habe ich erkannt, alles, was Gott tut, geschieht nach einem ewigen Gesetz. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Er kann nur Gott für sein unbegreifliches Tun verehren. Das ist es, was Gott von ihm will. Was in Zukunft geschehen wird, ist schon da gewesen. Und was in der Vergangenheit geschah, war zuvor schon einmal da. Gott lässt alles wiederkehren, wie in einem Kreislauf. Radio St. Augustin auf 103,5. Badadadam bam. Das Pflichtprogramm für den modernen Christen. Das Hallo. Programm, da haben Sie aber Schweinebusche, dass ich hier längst komme. Von St. Augustin. Sind Sie ins Wasser gefahren? Eigentlich wären jetzt die Nachrichten fällig, aber unser Redakteur Klaus Barbusch befindet sich immer noch auf Recherche irgendwo auf einem Dampfer im Unterlauf des Main. Und deshalb hier noch einmal unsere Suchmeldung nach Pfarrer Kämpfert, der dringend im Pfarrhaus anrufen soll. Herr Kämpfert, bitte melden. Aber zuletzt müssen alle sterben. Solange ein Mensch lebt, hat er noch Hoffnung. Und ein lebender Hund ist immer noch besser als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie einmal sterben müssen. Die Toten wissen überhaupt nichts mehr. Ihre Verdienste werden nicht belohnt, denn niemand denkt mehr an sie. Ganz gleich, ob sie einst Liebe, Hass oder Eifersucht erregt haben. Alles ist aus und vorbei. Sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an dem, was unter der Sonne geschieht. Darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen. Und so gefällt es ihm. Herr Dannecker. Dann sagen Sie es ruhig. Ich kann heute sowieso nichts mehr erschüttern. Naja, die Leute nehmen Sie halt nicht für voll, Herr Busche. Aber das müssen Sie verstehen. Wenn so einer wie Sie so tut, als wäre er auf Ihrer Seite, und dann kommt raus, dass 200 Mann entlassen werden sollen? Das wisst ihr schon. Naja, man fragt sich doch unwillkürlich, warum so einer das macht. Aus Hobby? Nötig hat er es ja nicht. Bei dem Konto.
Oder glauben Sie, ich würde hier noch LKW fahren, wenn ich mit der kleinen Danica verheiratet wäre? Ihr haltet mich also für verrückt. Verrückt ist übertrieben. Sie haben halt einen sozialen Tick oder so. Aber die Leute haben auch ihren Stolz. Sehen Sie, jetzt sind Sie sauer. Ich hab's ja gewusst. Danke nochmal. Pfarrer Deutz. Was ist denn, was haben Sie? Herr Danica. Wir empfehlen den Verstorbenen deiner Barmherzigkeit. Schenke ihm Nachlass aller Schuld und Strafe. Vollende, was du mit ihm begonnen hast. Und führe ihn in das Reich des Lichtes und des Friedens. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hat er noch was gesagt? Ja. Was? Warum, hat er mich gefragt. Und was haben Sie geantwortet? Nichts. Aber selbst wenn ich eine Antwort gewusst hätte, wäre sie zu spät gekommen. Warum? Es ist gut gefragt, Wille. Danke, Frau Wille. Rosi. Was ist mit ihr, um Himmels Willen? Sie war krank. Sie wollte nicht im Bett bleiben. Dann habe ich ihr so ein Fiebermittel gegeben. Und jetzt sagt der Arzt, das ist der Grund. Ich bin schuld. Unsinn. Daran stirbt doch niemand. Sie wird daran sterben. Annemarie. Rosi. Was machst du denn für Sachen? Das geht doch nicht. Du musst doch wieder gesund werden. Bist du jetzt wieder immer da? Deine Mama ist doch bei dir. Aber schau mal, wen ich dir mitgebracht habe. Schneewittchen. Das sind die einzigen, die Rosi noch erkennt. Schneewittchen. Ist der behandelnde Arzt da? Wir können die beste Klinik für Rosi aussuchen. Ich bin gleich zurück. Ich muss nur noch mit dem Arzt reden. Herr Doktor. Guten Tag. Rötting ist mein Name. Ich bin eine Freundin der kleinen Rosi Karnitz. Ja. Was fehlt ihr? Ich meine, Ihre Mutter sagte irgendwas von Fiebermittel. Aber das kann ja nicht sein. Doch, leider. Rosi gehört zu den wenigen Ausnahmen, die auf bestimmte Fiebermittel mit Reihe-Syndrom reagieren. Erst erbrechen, die Orientierung verlieren und mit totalem Leber- und Nervenzellenversagen hier ankommen. Und Sie können nichts tun? Tut mir leid. Wird Rosi sterben? Ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte.
beste Klinik für Rosi aussuchen. Ich bin gleich zurück. Ich muss nur noch mit dem Arzt reden. Herr Doktor. Guten Tag. Rötting ist mein Name. Ich bin eine Freundin der kleinen Rosi Karnitz. Ja? Was fehlt ihr? Ich meine, Ihre Mutter sagte irgendwas von Fiebermittel. Aber das kann ja nicht sein. Doch, leider. Rosi gehört zu den wenigen Ausnahmen, die auf bestimmte Fiebermittel mit Reihe-Syndrom reagieren. Erst erbrechen, die Orientierung verlieren und mit totalem Leber- und Nervenzellenversagen hier ankommen. Und Sie können nichts tun? Tut mir leid. Wird Rosi sterben? Ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Dem ist nicht so, Herr Kempfert. Ja. Ich habe einen älteren, reichen Mann geheiratet. Und ich habe ihn sicher auch aus Berechnung geheiratet. Und die Rechnung ist auch aufgegangen. Aber nicht nur für mich. Auch für ihn. Annemarie, Sie brauchen sich doch vor mir nicht zu rechtfertigen. Wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, ich sei nur gekommen, um Ihnen irgendwelche Vorwürfe zu machen, dann tut mir das leid. Warum sind Sie dann gekommen? Ich fürchte, das hat sich erledigt. Was hat sich erledigt? Das bezieht sich auf Ihre Vergangenheit und von der wollen Sie ja nichts mehr wissen. Das kann ich verstehen. Was, Herr Kempfert? Wiedersehen, Annemarie. Es hat bestimmt was mit Rosi zu tun. Stimmt's, Herr Pfarrer? Und? Was hat sie gesagt? Kommen Sie, wir fahren nach Hause. Soll das heißen, dass sie mich nicht sehen will? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Ja, was hat sie denn gesagt? Das erzähle ich Ihnen alles auf der Autobahn. Los, fahren Sie. Hallo? Sind Sie das, Frau Bebel? Ja, ich bin's. Danke, gut. Pfarrer Kempfert war gerade bei mir. Ja, hier in der Nähe von Köln. Ich war auch etwas überrascht. Sagen Sie, ich habe nur eine Frage, und zwar, wie geht's der kleinen Rosi? Wie? Nein, das wusste ich nicht. Danke, Frau Bebel.
Und was darf ich denn Dr. Röttgen ausrichten? Es wird heute Abend etwas später. Bitte sehr. Oh. Zweimal Erdbeerbude. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, das Werk Eberfeld. Da kann man Ihnen eigentlich nur gratulieren. Prost. Und wie sagt man bei Ihnen, viel Glück und langes Leben. Darum mache ich Teuer an dieser Kampagne zu Jukoto. Was meint er? Ah, Sasaki möchte gerne wissen, woher Sie das wissen. Ach, das pfeifende Eberfeld sagt die Spatzen von den Dächern. Ach, wenn Sie schon dabei sind, dann sagen Sie Herrn Sasaki doch auch gleich, dass er damit in Eberfeld sein Gesicht... Verwischt. Wir müssen sofort nach Köln. Nach Köln? Wieso? Ach so, wegen Annemarie. Nein, nein. Das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Ich habe bei dieser Sektfirma angerufen und Ihre Nummer rausgekriegt. Annemarie lebt mit diesen Menschen zusammen. Welche Menschen? Dr. Rötting. Also, langsam, langsam, Herr Haug. Woher wissen Sie denn das alles? Doch bestimmt nicht von Annemarie. Nein, mit mir spricht sie ja nicht. Ich dachte immer, Sie sind so eine Art väterlicher Freund von mir. Ich dachte immer, Sie hätten Annemarie wegen dieser Tänzerin sitzen lassen. Ach, das ist doch lange her. Von wegen? Bitte, Herr Kämpfer, das ist doch eindeutig eine Art Kurzschlusshandlung von ihr. Lässt alles im Stich und wirft sich einem 60-jährigen Millionär an den Hals. Also, wenn Annemarie Ihnen noch irgendetwas bedeutet, dann bitte ich Sie, jetzt mitzukommen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe Termine und eine Einladung. Außerdem ist Annemarie alt genug zu wissen, was sie tut. Nein, das ist sie eben nicht. Sie tut nur immer so. Bitte, Herr Kämpfer, mit Ihnen redet sie vielleicht. Also der Gedanke allein, dass Sie meinetwegen jetzt... Wie lange fahren wir nach Köln? 1,5 Stunden. Also gut, kommen Sie. Danke. Guten Tag, Herr Dannecker. Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe, aber ich muss Sie ganz dringend sprechen. Herr Dannecker ist heute für niemanden mehr zu sprechen. Morgen vielleicht wieder. Vorsicht! Frau Liebermann, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie da reden. Das ist der Herr Bardusch, Chefredakteur von St. Augustin. Ich weiß, Herr Dannecker, aber Sie hatten heute schon genug Aufregung. Wer sagt denn, dass ich mich aufrege? Herr Bardusch hat immer eher zu meinem Amüsement beigetragen, nicht wahr? Na, wie wär's denn mit einem flotten Aufmacher für Ihre 12-Uhr-Nachrichten? Playboy heiratet Millionenerben. Ich bin kein Klatschkolumnist, Herr Dannecker. Das Liebesleben Ihrer Tochter interessiert mich nicht die Bohne. Wie reden Sie mit Herrn Dannecker? So wie er mit mir redet. Habe ich nicht gesagt. Es wird sehr amüsant, mit Verlaub, Herr Bardusch. Aber Ihre journalistischen Fähigkeiten reichen nicht einmal zum Klatschkolumnisten. Dafür braucht man nämlich Humor. Und der geht Ihnen ja nur völlig an. Und Sie scheinen jeden Sinn für die Realität verloren zu haben. Oder glauben Sie wirklich, dass die Hochzeit Ihrer Tochter mit Leo Busche den Verkauf von Werk Eberfeld noch verhindern kann? Bitte hören Sie jetzt auf, Herr Bardusch. Ja, Herr Bardusch sollte wohl so blöd sein, Werk Eberfeld zu kaufen. Moment. Dann wissen Sie tatsächlich nichts. Was weiß ich nicht? Dass Ihre Tochter das Werk Eberfeld verkauft hat. Wer sagt das? Ich sage das. Ach so, Sie sagen das? Dann muss es ja stimmen. Herr Dannecker, wir müssen jetzt Blutdruck messen. Kommen Sie, trinken Sie ein Gläschen mit Champagner vielleicht zur Feier des Tages? Nein, danke. Das Leben und den Tod. Einer reicht, Herr Dannecker. Wir wollen nicht übertreiben. Ich bin immer noch Ihr Boss. Zum Wohl, Boss. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Das wird zu viel für Sie. Na, Wilhelm, bist du jetzt zufrieden? Aber wir Danneckers haben da einen ganz guten Fang gemacht. Viel Glück, mein Sohn. Danke. Vater. Und jetzt feiert mal schön. Ja, dann möchte ich mich auch verabschieden. Na? Sagen Sie es schon. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geben Sie es zu, Sie trauen mir immer noch nicht. Nein. Eine Ehe wird nicht unbedingt im Himmel geschlossen, Herr Kämpfert. Und wenn man mit dem kleinen Wörtchen Ja so viel erreichen kann,
Hoffentlich haben Sie sich da nicht verrechnet, Herr Busche. Sie können ja für mich beten. Ich finde das nicht komisch. Das war auch nicht als Witz gedacht. Leo, wo bleibst du denn? Kannst du das mal einstecken? Ein Rosenkranz, sieh jetzt ja nicht, was? Herr Kempfert! Ja? Gott sei Dank habe ich Sie noch erwischt. Wir müssen sofort nach Köln. Nach Köln? Wieso? Ach so, wegen Annemarie. Nein, nein, das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Ich habe bei dieser Sektfirma angerufen und Ihre Nummer rausgekriegt. Annemarie lebt mit diesen Menschen zusammen. Welche Menschen? Dr. Rötting. Also, langsam, langsam, Herr Haug. Woher wissen Sie denn das alles? Doch bestimmt nicht von Annemarie. Nein, mit mir spricht sie ja nicht. Ich dachte immer, Sie sind so eine Art väterlicher Freund von ihr. Ich dachte immer, Sie hätten Annemarie wegen dieser Tänzerin sitzen lassen. Ach, das ist doch lange her. Von wegen? Bitte, Herr Kämpfer, das ist doch eindeutig eine Art Kurzschlusshandlung von ihr. Lässt alles im Stich und wirft sich einem 60-jährigen Millionär an den Hals. Also, wenn Annemarie Ihnen noch irgendetwas bedeutet, dann bitte ich Sie, jetzt mitzukommen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe Termine und eine Einladung. Außerdem ist Annemarie alt genug zu wissen, was sie tut. Nein, das ist sie eben nicht. Sie tut nur immer so. Bitte, Herr Kempfert, mit Ihnen redet sie vielleicht. Also der Gedanke allein, dass Sie meinetwegen jetzt... Wie lange fahren wir nach Köln? 1,5 Stunden. Also gut, kommen Sie. Danke. Guten Tag, Herr Dannecker. Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe, aber ich muss Sie ganz dringend... Anfange zu trinken, dann kann ich nie wieder aufhören. Und die Erdbeerbowle sah so unschuldig aus. Wie Sie. Ich bin noch nicht fertig mit dem Interview. Ich bitte Sie, Herr Bartels, lassen Sie mich in Ruhe. Unsere Hörer in Eberfeld haben ein Recht zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich finde, da Sie der Chef von Werk Eberfeld sind, wäre es doch angebracht, wenn Sie es den Leuten sagen würden. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei mir zieht Ihre Masche nicht, wenn auch halb Eberfeld darauf reingefallen ist. Ich frage mich nur, wie Sie jemals wieder Ihren Kollegen am Fließband in die Augen sehen wollen, wenn die Japaner da draußen aufkreuzen. Ah, wahrscheinlich sind Sie dann längst in Marbella oder wo Ihresgleichen sich sonst so rumtreibt. Was haben Sie gesagt? Werk Eberfeld ist verkauft, Busche. Also jetzt hören Sie mir mal gut zu, Herr Bardusch. In Aschaffenburg legen wir an. Und entweder gehen Sie da von Bord oder ich lasse Sie über Bord werfen. Ist das klar? Sie tun mir leid, Herr Busche. Aber wenn Sie wirklich nichts wissen, dann sind Sie ja noch ärmer dran, als ich dachte. Fragen Sie doch Ihre Frau, wenn Sie mir nicht glauben. Aber die können Sie schlecht über Bord werfen. Entschuldige. So wie du mich zugerichtet hast, hat es mit dem Make-up etwas länger gedauert. Jutta? Ja? Hast du zufällig Werk Eberfeld an die Japaner verkauft? Lesen Sie mir vor. Beim Lesezeichen. Kapitel 3. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben. Bitte, weiter unten. Den Teil kenne ich auswendig. Ja oder nein? Also ja. Ja. Und außerdem hast du mich belogen. Ohne Vaters Million wärst du doch schon längst pleite. Wir hatten eine Verabredung. Meine Güte, Leo, wie naiv bist du eigentlich? Das Spielchen, das Vater da treibt, ist doch nichts als alter Schwachsinn. Werk Eberfeld gehört mir. Ich habe unsere Juristen zurückgepfiffen, weil ich euch nicht den Spaß verderben wollte. Aber einmal ist Schluss, Leo. Ich hole nur das Geld zurück, das ihr verspielt habt. Leo? Frau Dannecker. Guten Tag. Tag, Herr Busche. Tag. Wollen wir beginnen? Herr Kempfert ist noch nicht da. Aber sonst sind wir vollzählig.
Wir kommen auch ohne den Segen der katholischen Kirche aus. Fangen wir an, hm? Ja, wie Sie wünschen. Darf ich die Herrschaften bitten, Platz zu nehmen? Sind Sie verrückte Kämpfer? Das war schon tiefrot. Wollen Sie mich mit Gewalt um meine Lizenz bringen? Wo war rot? Ach, tun Sie das so an, dann haben Sie genau gesehen. Außerdem kommen wir so nie zum Standesamt Frankfurt-Mitte. Wieso? Wir sind doch gleich da. Typisch Fußgänger. Ja, ja, was ist denn? Wollen Sie jetzt vielleicht nur in die Einbahnstraße einbiegen? Herr Kempf. Mit ganz Tag. Ja, bis morgen, Herr Metzger, wie immer um die gleiche Zeit. Ihre Tasche. Ja, Tasche. Herr Kempf, wirklich bei allem Verständnis. Herzlichen Glückwunsch, Frau Busche. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Herr Busche. Danke. Darf ich Ihnen das Stammbuch überreichen? Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Und jetzt noch einen Enkel. Dann kann ich beruhigt abtreten. Papa, ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen, Frau Danneker. Danke. Busche heißt es ja jetzt wohl. Der soll der heiligen Lichtrud gehört haben. Jedenfalls hat es meine Tante immer behauptet. Zumindest der Original. Danke. Bitte. Danke, Kempe. Wir sehen uns nachher auf dem Schiff, ja? Ich würde ja gerne, aber... Bis Aschaffenburg können Sie doch mitkommen. Jutta hat Gott und die Welt eingeladen. Da dürfen Sie doch nicht fehlen. Großer Pfarrer, es ist geschafft. Na los, trinken Sie. Ich möchte auch noch einen. Bevor Schwester Sophie mich wieder unter Kuratel stellt. Liebe, das Leben und den Tod. Einer reicht, Herr Danneke. Wir wollen nicht übertreiben. Ich bin immer noch Ihr Boss. Zum Wohl, Boss. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Das wird zu viel für Sie. Na, Wilhelm, bist du jetzt zufrieden? Ich glaube, Herr Danneckers haben da einen ganz guten Fang gemacht. Viel Glück, mein Sohn. Danke. Vater. Und jetzt feiert mal schön. Ja, dann möchte ich mich auch verabschieden. Ja? Entschuldigung. Ist der Herr Kämpfer da? Herr Deutz, wie sehen denn Sie aus? Ist was passiert? Wo der Herr Kämpfer ist? In Köln. Oh Gott. Da ist was mit dem Herrn Danneker. Ja. Ach, ausgerechnet jetzt, wo der Herr Pfarrer nicht da ist. Das werden wir gleich haben. Wozu haben wir denn einen Radiosender? Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Bitte weiter. Jetzt aber habe ich erkannt, alles, was Gott tut, geschieht nach einem ewigen Gesetz. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Er kann nur Gott für sein unbegreifliches Tun verehren. Das ist es, was Gott von ihm will. Was in Zukunft geschehen wird, ist schon da gewesen. Und was in der Vergangenheit geschah, war zuvor schon einmal da. Gott lässt alles wiederkehren, wie in einem Kreislauf. Herr
Radio St. Augustin auf 103,5. Badadadam bam. Das Pflichtprogramm für den modernen Christen. Das Hallo. Programm, da haben Sie aber Schweinebusche, dass ich hier längst komme. Von St. Augustin. Sind Sie ins Wasser gefallen? Eigentlich wären jetzt die Nachrichten fällig, aber unser Redakteur Klaus Barnusch befindet sich immer noch auf Recherche irgendwo auf einem Dampfer im Unterlauf des Main. Und deshalb hier noch einmal unsere Suchmeldung nach Pfarrer Kempfert, der dringend im Pfarrhaus anrufen soll. Herr Kempfert, bitte melden. Aber zuletzt müssen alle sterben. Solange ein Mensch lebt, hat er noch Hoffnung. Und ein lebender Hund ist immer noch besser als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie einmal sterben müssen. Die Toten wissen überhaupt nichts mehr. Ihre Verdienste werden nicht belohnt, denn niemand... Sagen Sie bitte, ich komme gleich hoch, ja? Ja. Ihre Mutter ist auch hier? Ja, meine Mutter hat auch die Seiten gewechselt. Kaffee schwarz wie immer, ja? Ja. In der staatlichen Psychiatrie zu psychologischer Therapie. Menschenwürdige Behandlung ist eben nur mit sehr viel Geld zu haben. Ich weiß nicht, warum Sie gekommen sind, Herr Kempfert. Aber falls Ihre Absicht war, einem verlorenen Schaf nachzulaufen, dann kann ich Sie beruhigen. Friedhelm Haug hat mich hier gefahren. Er wartet draußen. Er hat sich da in seinem Kopf eine Geschichte zurechtgelegt, in der Sie als kleines, unschuldiges Mädchen in die Fänge eines reichen, lüsternen, alten Mannes geraten sind. Worauf ihm natürlich nichts anderes übrig bleibt, als sich auf sein Pferd zu schwingen und das arme Kind zu retten. Wollen Sie ihm nicht wenigstens guten Tag sagen? Nein. Friedhelm, das ist meine Vergangenheit. Und die bin ich Gott sei Dank los. Tja, dann begebe ich mich mal wieder zurück in Ihre Vergangenheit. Nach Eberfeld. Auch Sie haben was anderes erwartet, oder? Ein Mensch, der der Kirche den Rücken zukehrt, dem darf's doch nicht gut gehen, hm? Der muss doch verzweifelt sein, von Schuld geplagt. Und er muss dankbar die Hand ergreifen, die mein Pfarrer entgegenstreckt. Aber dem ist nicht so, Herr Kempfert. Ja, ich habe einen älteren, reichen Mann geheiratet. Und ich habe ihn sicher auch aus Berechnung geheiratet. Und die Rechnung ist auch aufgegangen. Aber nicht nur für mich, auch für ihn. Annemarie, Sie brauchen sich doch vor mir nicht zu rechtfertigen. Wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, ich sei nur gekommen, um Ihnen irgendwelche Vorwürfe zu machen, dann tut mir das leid. Warum sind Sie dann gekommen? Ich fürchte, das hat sich erledigt. Was hat sich erledigt? Das bezieht sich auf Ihre Vergangenheit und von der wollen Sie ja nichts mehr wissen. Das kann ich verstehen. Was, Herr Kempfert? Wiedersehen, Annemarie. Es hat bestimmt was mit Rosi zu tun. Stimmt's, Herr Pfarrer? Und? Was hat sie gesagt? Kommen Sie, wir fahren nach Hause. Soll das heißen, dass sie mich nicht sehen will? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Busche, sondern mit mir Chef des Dannecker-Konzerns. Hab ich recht?
der D-Mark pro Werbeminuten im Radio St. Augustin für durchaus erschwinglich. Nicht so schnell, Frau Bebel. Ich habe Friseur gelernt und nicht Sekretär. Herr Pfarrer! Entschuldigung, ist der Herr Kämpfer da? Herr Deutz, wie sehen denn Sie aus? Ist was passiert? Wo der Herr Kämpfer ist? In Köln. Oh Gott. Da ist was mit dem Herrn Dannecker. Ja. Ach, ausgerechnet jetzt, wo der Herr Pfarrer nicht da ist. Das werden wir gleich haben. Wozu haben wir denn einen Radiosender? Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Bitte weiter. Jetzt aber habe ich erkannt, alles, was Gott tut, geschieht nach einem ewigen Gesetz. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Er kann nur Gott für sein Unbegreifliches. Pfarrer Deutz! Was ist denn, was haben Sie? Herr Dannecker. Wir empfehlen den Verstorbenen deiner Barmherzigkeit. Schenke ihm Nachlass aller Schuld und Strafe. Vollende, was du mit ihm begonnen hast, und führe ihn in das Reich des Lichtes und des Friedens. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hat er noch was gesagt? Ja. Was? Warum? Hat er mich gefragt. Und was haben Sie geantwortet? Nichts. Aber selbst wenn ich eine Antwort gewusst hätte, wäre sie zu spät gekommen. Warum? Es ist gut gefragt, Willa. Danke, Frau Villa. Rosi. Was ist mit ihr, um Himmels Willen? Sie war krank und sie wollte nicht im Bett bleiben. Dann habe ich ihr so ein Fiebermittel gegeben. Und jetzt sagt der Arzt, das ist der Grund. Ich bin schuld. Unsinn. Daran stirbt doch niemand. Sie wird daran sterben. Anne-Marie. Rosi. Was machst du denn für Sachen? Das geht doch nicht. Du musst doch wieder gesund werden. Bist du jetzt wieder immer da? Deine Mama ist doch bei dir. Aber schau mal, wen ich dir mitgebracht habe.